Wie ich gemerkt habe, gefallen euch die Nintendo-Videos auf dem Kanal sehr gut, Leute. Ich wollte mich einmal bei euch bedanken für alle Neuen, die da sind und auch für die gute Resonanz unter den Videos. Und ich wollte euch einfach mal sagen, Leute, ich werde hier auf jeden Fall aktiv jetzt Videos weitermachen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Video. Und heute habe ich Geheimnisse über Mario, die ihr mit größter Wahrscheinlichkeit noch nicht kennt, Leute. Deswegen lehnt euch zurück. Ich fange mal an mit dem ersten. Viel Spaß. Das erste Geheimnis, was ich mitgebracht habe für euch heute, Leute, über Mario, ist, dass er eine Perücke trägt. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, what the fuck hat der geraucht? Wie kommt der da drauf? Aber, Leute, das werde ich euch jetzt erklären. Bei seinem allerersten Auftritt 1982 in dem Spiel Donkey Kong gab es Designs von Mario, wie er aussehen soll, außerhalb von den Pixel Sprites. Ja, es gab richtige Designs von Nintendo, wie er eigentlich aussieht, und die, ihr seht, ist eingeblendet, Leute, und dort hat er eine Halbglatze und das bisschen Haare, was er hinten noch hat, sind schwarz und er sieht allgemein so ein bisschen böse aus, meiner Meinung nach. Aber, Leute, das ist jetzt nicht das Thema, sondern die Haare sind schwarz, die er hinten hat, aber sein heutiges Design, ihr seht es hier eingeblendet, dort ist sein Bart immer noch schwarz, genau wie damals, aber seine Haare heutzutage sind braun. Deswegen lassen viele jetzt daraus schließen, dass er eine Perücke trägt oder ihm wurden Haare transplantiert und er hat jetzt sich irgendwie braune Haare gefärbt oder sowas, aber das macht alles keinen Sinn. Am naheliegendsten ist natürlich, dass Nintendo einfach das Charakterdesign ein bisschen kinderfreundlicher gemacht hat und einfach diese Halbglatze, die natürlich nicht passen würde für so ein kinderfreundliches Design, einfach geändert hat in eine volle braune Mähne, so wie wir es heute kennen. Dazu noch ein kleiner Nebenfakt, und zwar ist Mario, wenn das denn stimmt mit der Glatze, mit dem Haarausfall, ist er nicht der Einzige, denn die Toads tragen auch nur eine Mütze. Unter dieser Mütze, diese Pilzmütze, haben die drei kleine Stoppeln. Das haben wir in der Mario-Animationsserie gesehen, Leute. Ihr seht es hier, ob das jetzt wirklich so stimmt, ob man das für voll nehmen kann, wissen wir nicht, Leute, aber auf jeden Fall, diese Mütze ist nicht angewachsen, was ich immer gedacht habe. Ich habe gedacht, das sind kleine laufende Pilze, aber wie es scheint, sind das auch kleine Glatzköpfige, die so eine Pilzmütze nur tragen. Ein weiteres Geheimnis ist, dass Mario nicht immer gut war, Leute. Er war auch einmal der Bösewicht in einem Spiel, und zwar bei Donkey Kong Jr. Da ging es nämlich darum, dass Donkey Kong Jr. seinen Vater befreien sollte aus den Klauen von Mario, denn Mario war dort richtig der Bösewicht. Auch in dem Werbespot wurde er als Bösewicht inszeniert. Er hatte ja Pauline befreit und Donkey Kong letztendlich eingesperrt dann am Ende, und das haben wir dann gesehen, und das Spiel war auch letztendlich die Vorlage für die geniale Serie Mario vs. Donkey Kong auf dem GBA, als sie gestartet damals. Ich hab's richtig gefeiert. Das Spiel war richtig geil. Ein kleiner Geschicklichkeitspuzzler, mehr oder weniger. Richtig gutes Spiel. Und Donkey Kong Jr. 1983 war die Vorlage dafür. Wusstet ihr, dass Mario 64 ein Sequel bekommen sollte? Ja, Nintendo plante Super Mario 64 2 für das Nintendo 64 DD. Wer das Nintendo 64 DD nicht kennt, Leute, das ist einfach Nintendo 64 Disk Drive, was nie erschienen ist. Es wurde kurz in Japan released, aber hat sich so schlecht verkauft und ist so gefloppt, dass ich es mehr oder weniger abbrechen mussten. Und was ist das DD? Einfach eine kleine Box, worauf man die Nintendo 64 steckt. Ja, da gibt es so einen kleinen Stecker, den man da reinsteckt, und dann hat die Nintendo 64 mehr Leistung durch das Disk Drive unten. Es gab auch andere Spiele dann, die man da reinschiebt, beziehungsweise zu dem Ursprungstitel noch dazu schiebt, dass die Leistung mehr oder weniger vereint wird, und da gab es auf jeden Fall einige Spiele, die angekündigt wurden. Eins ist zum Beispiel Zelda Ura. Ein Video davon hat mein guter Freund Akata gemacht. Ich werde verlinken in der Videobeschreibung auch zu dem Zelda. Alles Fakten, alles was dazu gibt, einmal in einem Video zusammengefasst. Könnt ihr nach dem Video auf jeden Fall abchecken. Zelda Ura, ein Titel für die Nintendo 64 DD, aber Nintendo 64 plante auch Super Mario 64 2. Und Gerüchten zufolge gab es eine spielbare Demo, die sogar einen Multiplayer beinhaltete, wo man Luigi steuern konnte und auch Mario in dem Mario 64 Stil mit einer neuen Welt. Ob es wie Star Road aus ist oder wie Last Impact aussieht, wir wissen es nicht, Leute, werden es nie erfahren, aber es gehört auf jeden Fall zu der Geschichte von Nintendo und Mario 64 dazu. Mario, der kleine Lümmel, hat sich noch in andere Spiele reingeschlichen, und genau seine Gastauftritte werde ich euch mal kurz erzählen, beziehungsweise ich werde euch ein paar Mal aufzählen. Und zwar einen hatte er für den Nintendo Game Boy erschienenen Tennis-Ableger. Dort fungierte er als Schiedsrichter. Ihr seht ihn links eingeblendet. Ein weiterer Auftritt war für das Formel-1-Spiel, Leute. Dort sieht man ihn am Ende, wenn man gewonnen hat. Dort hat er einen begrüßt, beziehungsweise befeiert, wenn man gewonnen hat. Dort oben tanzt er in so einem komischen Formel-1-Outfit. Was viele auch nicht wissen, dass er in dem Kultspiel Tetris bei Stage 9 Level 5 am Ende kam, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Dort kam er und hat getanzt mit Luigi, mit Donkey Kong und alle Mann waren sie da, auch Peach. Aber auch in Spielen, die gar nichts mit Nintendo zu tun haben, wie zum Beispiel Metal Gear Solid Snake. Dort gab es auch Mario und Yoshi, die sind aufgetreten im Otakons Labor, und zwar sah man dort auch ein Nintendo GameCube stehen mit einem Controller, und dort hinten hat man Yoshi und Mario im Regal stehen sehen. Einfach eine coole Anlehnung an die beiden. Zwei kleine Sachen habe ich für heute noch, und zwar wusstet ihr, dass Mario die mit über 550 Millionen verkauften Exemplaren die meistverkaufteste Spielreihe ist aller Zeiten, Leute. Sie ist vor Call of Duty und GTA, was viele vermuten natürlich, aber nein, Mario ist auf Platz 1. Natürlich, es gibt unendlich viele Ableger von der Mario-Reihe, aber letztendlich gibt es diese Spiele nur auf Nintendo-Konsolen, was natürlich auch wieder ein Nachteil ist gegenüber von Call of Duty und GTA, die es natürlich fast auf jeder Plattform gibt. Mario ist auf jeden Fall auf Platz 1, danach kommt Tetris, dann kommt Pokémon und dann kommt erst Call of Duty und GTA, also gibt es noch ein wenig Luft für Mario, und direkt nach Mario Odyssey wird das eh wieder alles in die Luft schießen, es werden so viele Switches verkauft und Mario Odyssey wird einfach die Verkaufszahlen nochmal sowas von durch die Decke sprengen. Ich bin fest davon überzeugt, das wird eines der bestverkauften Spiele aller Zeiten und es wird natürlich wieder Rekorde brechen. Aber habt ihr euch schon mal vorgestellt, dass wir anstatt Mario Odyssey Popeye Odyssey kriegen, Leute? Wenn nicht, auch nicht schlimm, ich hatte gestern den Gedanken, weil es wäre fast dazu gekommen, es wäre ja fast Popeye rausgekommen anstatt Mario. Mario ist ja nur
nur existiert, weil Nintendo damals bei Donkey Kong nicht die Lizenzen bekommen hat zu Popeye. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Hätten sie damals 1981 die Lizenzen bekommen zu Popeye, dann hätten wir jetzt kein Mario, Leute. Und Popeye wäre eine Riesen-Ikone geworden. Und zwar anstatt Mario sollte Popeye dort den Protagonisten spielen. Und als Antagonist war nicht Donkey Kong geplant, sondern Pluto. Das war's mit dem kurzen, knackigen Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und mich abonnieren. Das wäre echt toll. Das würde mir echt helfen, Leute, weil ich habe echt vor, jetzt hier richtig aktiv Videos rauszuhauen zu richtig spannenden Themen. Als nächstes habe ich wieder ein Thema zu Mario Odyssey. Ich hoffe, es gefällt euch, aber ich bin einfach so im Hype. Ich kann es einfach nicht sein lassen, als über das Spiel zu reden. Ich zocke auch zu heute Mario und Rabbids, was mir auch viel Spaß macht. Aber natürlich, der Hype auf Mario Odyssey ist einfach da, Leute. Ich kann es nicht mehr abwarten im Oktober am 27.10. Wie gesagt, das nächste Video wird wieder Mario Odyssey beinhalten. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.